Bei der Prozentrechnung handelt es sich eigentlich um eine Form der Bruchrechnung. Man nimmt nämlich den Wert, den man hat, also den Grundwert. Wir nennen ihn mal W. Manchmal wird er auch mit G bezeichnet, je nachdem, wie man das möchte. Und schneidet das W in 100 Teile. Dann haben wir ein und ein. Wenn man einen Teil von nimmt, dann hat man ein Prozent. Das heißt, was macht man, damit man den Prozentanteil ausrechnen kann? Zum Beispiel, man teilt erst durch 100, möchte dann gern 10% haben, dann rechnet man wieder mal 10. Das heißt also, man hat jetzt auf diese Art und Weise verschiedene Möglichkeiten zu rechnen. Wir hatten ja, haben ja gesagt, wir teilen erst durch 100, dann mal 10. Das würde bedeuten, mal 1/100 mal 10 sind 0,01 oder 1% sind 1 durch 100. Das gibt es natürlich als normalen Bruch, das gibt es aber auch als Dezimalbruch. Dieses hier ist in der Regel 1% oder 0,01 wird in der Regel gleichwertig benutzt. Um sie zu unterscheiden, die Zahlen, benutze ich meistens ein P für die Prozentangabe. Und wenn ich das als Dezimalzahl schreibe, nehme ich einfach die Zahl I, damit man das Ganze unterscheiden kann. Das heißt, P durch 100 ist letztendlich I. Jetzt gibt es, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, so eine Pyramide. Wenn man die sich aufschreibt für die Prozentrechnung, die ist eigentlich sehr nett. Und zwar muss man nur wissen, was wo steht, und zwar was oben steht. Oben steht immer der Prozentwert, also der Anteil. Als Zahl, nicht als Prozentwert. Als Prozentwert können wir ihn hier unten hinschreiben und unseren Grundwert hierher. Möchte man nämlich zum Beispiel P ausrechnen, dann sage ich jetzt hier W mal I oder W mal P durch 100, was ja gleich das gleiche ist, dann kann ich mir das hier anschauen, dann würde ich hier oben P ausrechnen, das P wegstreichen und hier wäre dann W mal P. Wenn ich mir also das Ding jetzt weiter anschaue und ich möchte gerne I oder P ausrechnen, je nachdem wie man das Ding jetzt hier nennt, dann streiche ich hier das P und habe jetzt groß P durch W, genau diese Formel. Möchte ich W ausrechnen, dann streiche ich hier das W und habe groß P durch klein P bzw. P durch I rechnet man. Dann gibt es noch einen sogenannten vermehrten Grundwert, das heißt, wir haben etwas mehr als der Grundwert vorher war, das heißt, wir haben etwas dazu gerechnet, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer macht man das. Wenn man einen Betrag um die Mehrwertsteuer beaufschlagen möchte, dann sagt man nur, okay, plus 16 oder 19%, das heißt plus 1 plus 0,16 und wenn wir jetzt W mit 1,19 natürlich, nicht 16%, sondern wir haben ja schon lange 19%, also W mal 1,19 rechnet, dann würden wir den vermehrten Grundwert, sprich den Preis inklusive Mehrwertsteuer bekommen. Man muss immer aufpassen, wenn man etwas weniger werden soll, da muss man aufpassen, hat man tatsächlich W plus gegeben oder hat man W gegeben und möchte davon was weniger bekommen. Also man muss immer aufpassen, welcher Wert liegt vor. Liegt schon ein vermehrter Grundwert vor, liegt ein verminderter Grundwert vor? Welche Formeln sind zu nehmen? Das heißt, wir müssen eigentlich vorrangig bei unseren ganzen Aufgaben entscheiden, welchen Wert haben wir vorliegen und wie können wir damit das Ergebnis erzeugen. In den folgenden Aufgaben haben wir dann ein paar Beispiele dafür.